Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute begrüße ich euch mal zu einem kleinen Vlog. Und ja, genau. Wir werden heute jetzt erstmal in den DM. Wir stehen da gerade schon vor da, um ein paar Sachen zu kaufen. Und danach in den Fressnapf. Mal sehen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video und los geht's. Leute, es gibt neue Melusorten. Ich weiß, das gehört gar nicht zu meinem Kanal, aber oh mein Gott, Deutsche. Eine neue. Es gibt neue Melusorten. Voll geil. Und da auch. Oh mein Gott, geil. So, wir sind jetzt bei der Tierabteilung bei Dein Bestes, also bei DM. Und ja. Und Leute, zieht euch mal diese kleine Packung hier rein. Das ist vielleicht für so einen Mini-Käfig. Aber ganz ehrlich, oh mein Gott. Und jetzt sind wir im Cody. Und hier gibt es voll die süßen Smiley-Sachen. So, wir sind jetzt im Fressnapf. Und ja. Ich nehme jetzt einfach mal ganz schön viele Kappenschoten mit. Von JR Farm, die sind voll cool. Und 3,49 ist zwar ein happiger Preis, aber besser als Hamsterwatte. Und wir haben eingekauft. Sehr viel. Und Sand. So Leute, ich sitze jetzt mit den ganzen Sachen, die wir gekauft haben, im Auto. Hier, das ist Multifit Sand. Eigentlich nehme ich ja kein Multifit Zeug, aber, also doch, schon, aber eigentlich kein Sand, sondern von Tierwohltäter. Aber da ich unbedingt jetzt welchen brauche, habe ich mir den geholt und ich wollte mal bestellen heute noch. Mal sehen, ob das noch klappt. Und ja, genau. Wir haben auch schon viel bestellt. Auch für Pakete. Also, ja. Vielleicht kennt ihr ja den Kanal Die Meris. Und ja, da werde ich auch ein bisschen davon. Deswegen braucht ihr euch nicht wundern, dass ich so viele Kappungsschoten und so geholt habe. Aber ja, das werdet ihr ja vielleicht sehen. Okay, dann tschüss. Besser gesagt, ja. Dann viel Spaß weiter beim Video. So Leute, ich habe eben eine Futterprobe abgeholt. Und zwar hat eine nette Frau aus einer Hamster-WhatsApp-Gruppe mir angeboten, dass sie die Probe mitnimmt, da, wenn man die Probe bestellt, halt auch der Versand dabei ist. Und ich das halt ein bisschen blöd fand. Und dann habe ich halt in der Hamster-Gruppe gefragt, ob irgendwer bei irgendeiner Küche, also bei irgendeinem Futterparadies und so, bestellt und da hat sie sich halt gemeldet. Ja, das fand ich sehr nett und deswegen haben wir das halt heute schon abgeholt und ja, das ist halt von der Nagerküche und wenn man das hier so umdreht, dann sieht man so ganz viele Saaten und da sind auch wir haben immer Blumen drinne und ja, ich finde das voll cool und wundert euch nicht wegen dem hier, das ist, weil wir gerade im Restaurant sitzen. Ja, genau, dann würde ich sagen, habe ich euch das jetzt gesagt und dann essen wir jetzt mal. Könnt ihr jetzt ja, mal kurz stoppen, damit ihr das so lesen könnt. So Leute, ja. Dieser Vlog, ich beende jetzt diesen Vlog und ja, ihr seht Buffy jetzt gerade ein bisschen und ja, ich werde gleich noch etwas bestellen. Mal sehen, ob ich es euch noch vor das hier vorhänge oder nicht. Auf jeden Fall werde ich halt noch was bestellen und was fürs Tauschpaket einpacken und sonst noch Sachen einpacken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.